Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind in einer Chaosphase. Das sind nicht meine Worte, sondern so beschreibt die Gewerkschaft der Polizei die aktuelle Situation in den Justizbehörden und der Polizei. Das Kiffergesetz ist ein Prestigeprojekt unserer Hippie-Regierung und ein offener Beleg für die spätrömische Dekadenz im Endstadium. Denn es offenbart riesige Regulierungslücken und ist für die Behörden schlichtweg nicht handelbar. Viel schlimmer, es ist eine Gefahr für unsere Bürger. Profiteure ihrer Dauerwerbung fürs Kiffen sind im Übrigen weiterhin die Straßendealer, die sie ja eigentlich zurückdrängen wollten mit diesem Gesetz. Gelegenheitskiffer wie Sojasören und Dinkeldörte werden aber auch weiterhin auf dem Schwarzmarkt einkaufen. So sind sich die Experten weitgehend einig. Und die zentrale sicherheitsrelevante Frage bleibt von Ihnen unbeantwortet, nämlich: Welche Implikationen ergeben sich durch die Cannabis-Legalisierung für die aktive Teilnahme am Straßenverkehr? Unklare Datenlage und fehlende Langzeitstudien machen es bis heute unmöglich, einen allgemeinen THC-Grenzwert mit vertretbarer wissenschaftlicher Begründung festzulegen. Zu diesem Schluss kam auch die eigens dafür eingerichtete Grenzwertkommission. Aber das beeindruckt diese Regierung, allen voran der Vater der Covid-Killer-Varianten, Karl Lauterbach, nicht. Im Gegenteil, auf TikTok wirbt er mit bizarren Videos bei Jugendlichen für den Drogenkonsum. Und wir halten ein Produkt zur Verfügung, welches frei von Beimengungen, toxischen Konzentrationen und Drogenkriminalität ist. Ein Albtraum aller Eltern. Und nun wird hier von einer natürlich rein regierungsunabhängigen Expertenkommission ein neuer, weit höherer THC-Grenzwert vorgeschlagen, der mehr auf Annahmen als auf Fakten beruht. Der Grenzwert für THC im Straßenverkehr soll jetzt fast verdreieinhalbfacht werden. Im Vergleich zum aktuellen Grenzwert eine Erhöhung, die schlichtweg nicht verantwortbar ist. Auf der einen Seite will diese Regierung unsere Senioren den Führerschein entziehen aus Sicherheitsgründen. Auf der anderen Seite will sie einen Freifahrtschein für bekifftes Autofahren. Das kann niemand wirklich nachvollziehen. Auch ihre Vision Zero zeigt immer wieder deutlich, dass es ihnen um den Kampf gegen das Auto geht, nicht um Verkehrssicherheit. Unsere Haltung ist ganz klar, die Cannabis-Legalisierung darf nicht zulasten der Verkehrssicherheit gehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Folgen Sie mir doch auch auf meinen anderen Kanälen bei Telegram, Instagram, Facebook und TikTok.